Okay, im Schnelldurchlauf einen Account bei Bitbucket anlegen. Auf die Seite gehen und zum Registrierschritt E-Mail eintragen. Dann natürlich nicht den Newsletter bestellen. Die E-Mail bestätigen im Postfach. Einen echten Namen eingeben und ein gewünschtes Passwort. Dann den gewünschten Usernamen angeben. Das Formular ausfüllen und jetzt kann es losgehen. Ein neues Repository erstellen. Als Projektname einfach eine Art Ordnernamen angeben, wo alle Projekte gesammelt werden. Dann hier den Extension-Namen, der Typo3-Extension. Keine README und ich würde auch empfehlen, erstmal keine Gitignore, das machen wir später. Das Repository erzeugen. Da sind wir. Dann in die persönlichen Einstellungen gehen, oben rechts die Personal Settings und ein App-Passwort erstellen. Das brauchen wir nachher zum Hochladen der Daten in das Repository. Hier vergebe ich einfach mal alle Rechte. Das würde man natürlich später wahrscheinlich etwas granularer einstellen. Das App-Passwort erstellen und dieses Passwort irgendwo hin kopieren, gut merken, das erscheint später nicht mehr. Zurück ins Repository und dort darauf achten, dass das Repository nicht privat ist und den Issue-Tracker am besten auch direkt auf Public stellen, damit andere Leute Fehler und Bugs melden können.